Jawohl. Alles klar. Und auf. Ja. Also, ich bin da. Ich krieg noch einen Besuch. Ich wollte noch ein bisschen was klar machen. Glaube ich. Und ich wollte es warten. Jetzt mache ich ein kurzes Video. Also, bist du gerade fertig? Ganz einfach, ich nehme was Laub. Riesen Gardena. Laubbase. Laubbase. Laubhake. Der Bomb klein, aber der große ist am besten von Gardena. Kauft euch nicht so klein. Laub, legst du den größten Helfen. Dann geht aber ein bisschen schneller. Und das Laub pack ich auch nicht in Säcke, sondern einfach bei mir unter dem Nussbaum. Da. Für den Igel. Das heute. Grob alles weg. Wir das jetzt alles hier da. Die Grills hier erstmal ein bisschen aufholen und die Laub einfach da unter dem Baum machen. Dann mache ich kein großes Theater davon. Zack, zack, hole die Katze. Laubhake-Ding für Laub und einmal einen von Gardena, den größten, den ich gefunden habe. Also der Unterschied, kauft nicht so klein hier, außer ihr braucht das. Kauft einen Gardena, riesen Rechen für Laub oder auch so eine andere Marke, sie war magisch, tolle. Aber kann da auf jeden Fall auch andere Einsatzgeräte anschrauben. Sie abbauen, habe gestählt. Ich habe zwar noch altes Werkzeug, aber immer. Ich habe altes Werkzeug gar nicht. Ich bin auch auf dem Gardena-System kaufen müssen. Weil dann brauche ich eine Stunde an, bevor ich spiele. Ich habe letztens mit einer Frau unterhalten, die Igel-Auffangstation hat. Ich mit ihr unterhalten, was man mit Igel machen kann, mit Winter und so weiter. Sobald ich die dann zu mir am Haufen zusammenkehren, kaufe ich die Igel, wenn sie da ihr Nest.
Ja, perfekt. Also Video ist nach 6 Minuten abgebrochen. Passiert öfters mal. Wie man sieht, hier Laub eben weggemacht, da und da ein bisschen. Bisschen ordentlich. Hier ist der Laub weg. Dann geht der Rasen auch nicht so kaputt. Einfach da unter den Nussbaum geschoben. Hier habe ich noch ein bisschen Poolzeug, mein Rasenspringer. Phantom. Der kommt Phantom. Und dann habe ich hier noch ein paar Stöcker liegen, das räume ich ein bisschen auf, mache ein bisschen winterfest langsam. Weil ich habe es fest. So. Poolanleitung, wie man in den Pool springen darf oder auch nicht. So, so. Gut, die Stöcker muss ich gleich wegmachen. Die lege ich einfach da auf den Stapel mit zu den anderen. Und dann kommt nach und nach jetzt das alles weg, die Stöcker weg, die Poolpumpe baue ich ab. Den Dino schmeiße ich jetzt da rein. Kann man da wieder rein? Kann man noch reingehen, wenn man sich traut? Ja, mit Dino. Wasser lasse ich drin. Den Scanner hin und wieder mal sauber machen, damit das nicht da so. Das hört ja, läuft noch. Perfekt. Also von oben wird das alles abgescampt. Das Ding heißt so. Das räume ich jetzt auf. Ich stelle alles dahin, ein Haufen. Wie ist der Gelegenheit, bringe ich ein bisschen Brennholz mit. Oder habe ich noch in meiner Brennholztonne da. Hier habe ich eine Brennholztonne für den Winter oder für sonst so. Guck, guck mal reingucken. Oh, Holzbrett. Bisschen Holz. Da hinten im Garten habe ich noch eine Tanne. Da hinten kann man das nicht sehen. Das ist eine Tanne, die muss man weg, die ist alt. Das räume ich jetzt hier weg. Räume ich auf. Schieb das alles da unter den Nussbaum. Und dann war es das schon. Keine Ahnung, erst mal über 6 Minuten, das jetzt so 3-4 Minuten. Habe ich hier natürlich dann noch ein altes Handtuch hängen. Da und ein altes T-Shirt. Da. Das bleibt da hängen. Dann muss ich mal die Hände abwischen. Das stört da keinen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Im Garten reicht das. Für ersten Mal reicht das. Warte, bis die Blätter abgefallen sind vom Baum. Und schieb das dann alles unter den Nussbaum. Da. Oder die letzten Jahre habe ich immer die Blätter hier in meinem Laubsack gehabt. Da ist mittlerweile aber Blumenerde von geworden. Bin ich am Überlegen, ob ich die Blätter von diesem Jahr einfach hier oben drauf mache. Und mir dann bis nächstes Jahr neue Blumenerde mache. Weil der Kübel war mal komplett voll. Blumenerde weggenommen für Pflanzkübel und so. Wollte also nicht zu kaufen. Und so sieht es aus. Störkorn, ich freue mich. Die Igel freuen sich, die Tiere freuen sich. Lasst ein Abo da. Marek Eulenburg, 937 Abonnenten bei YouTube, glaube ich. Daumen da lassen, liken, kommentieren. Und ich glaube, ab 1000 Follower, Abonnenten gibt es auch mal Gewinnspiele. Ich habe noch ein paar tolle Sachen im Büro liegen bei mir, die habe ich zugeschickt bekommen. Ich muss ein paar Pakete auspacken. Ich glaube, da werde ich einfach ein paar Wunschtüten packen. Oder ein paar Überraschungstüten. Und die verlosen oder so. Oder verschenken. Keine Ahnung. Hauptsache, ich bin das Zeug los. Und ein paar
ein paar gute Sachen bei, nicht alle, aber besser als gar nichts. Und ja, das war's. Im Wirtschaft war's. Ich werde ein bisschen schneiden. Gucken, ob der Besuch kommt oder nicht. Ach, die bringt ihre Tochter mit, glaube ich. Okay, was passiert? Ich schneide jetzt noch ein bisschen. Nach einer Pizza. Garten ist erstmal clear soweit. Und bis dann. Ciao. Perfekt. Sieht für einigermaßen gut aus. So kann man das lassen. Bye. Ciao.